something different, something fresh. Hallihallo, ich bin's, euer Ötzi. Ötzi, verdammte Axt, in eure Gesichter, in mein Gesicht, in allen euren Gesichtern. Heute sind wir wieder Pokémon-süchtig-Style. Heute wird Pokémon gezockt, bis der Arzt kommt. 100.000 EPs werde ich versuchen, in eine halbe Stunde zu machen. Es gab ja Videos, wo die gesagt haben, Alter, ich habe 20.000 EPs gemacht, ich habe 30 gemacht, ich habe 40 gemacht, ich habe 50 gemacht. Verdammte Axt in eure Gesichter. Ötzi wird heute versuchen, 100.000 zu machen. Jungs, das Problem wird aber sein, dass ich 800.000 Topsies und Ratzfatz euch zeigen werde. Aber natürlich werde ich euch in der Zeit euch unterhalten. Aber es werden auch richtig, richtig fette Pokémons dabei sein, die ich natürlich entwickeln werde für euch. Wir fangen natürlich gleich an. Fangen wir gleich mal mit ein paar Hornluis ein, Alter. Die Hornluis, ich finde ja, die sind richtig, 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 sehen cool aus. Also, wenn die noch nicht entwickelt sind, sind die süß. Aber natürlich, nachdem sie entwickelt werden, werden sie hässlicher ein bisschen. Aber da kann man ja nichts gegen machen. So, guckt euch diesen Hornlui an. Was mit dem passiert? Hornluis in the house. Was passiert mit dem Hornlui? Er wird ein Kokon. Kokon! Wie heißt der Kokon, meine Damen und Herren? Wir werden mal gucken, wie er heißt. Kokuna. Sehr, sehr original, meine Damen. Machen wir gleich noch einen, Alter. Machen wir gleich noch einen, meine Damen. Nein! Ich habe vergessen, ein Ei zu zünden. Nein! Items in the house. Items in the house. Alter, ich habe auch nur ein Ei, Alter. Boah, nein, ich will das hin. Ich will das benutzen. Nein, Alter, ich muss schnell machen. Boah, verdammte Axt in eure Gesichter, in mein Gesicht, in allen Gesichtern auf dieser Welt, meine Damen und Herren. Und ich habe noch nicht mal geguckt, wo wir jetzt gerade sind, wie viel wir haben. Wir sind bei 36.000, Jungs, 36.000. Schnell, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass Hornlui abgeht. So, meine Damen und Herren, der nächste Hornlui. Hornlui ist am Start, meine Damen und Herren. Kokuna in the house. Bam! In eure Gesichter, in mein Gesicht. Ich werde jetzt noch zwei Kokunas zünden, Jungs. Zünden, damit das hier abgeht, Alter. Damit das abgeht, wie Schmitz Katz hier. Wie Schmitz Katz. Wie ich euch beim letzten Video schon gesagt habe, Jungs, bin ich mit meinem Cousin unterwegs und wir sind am Trainieren, Alter. Also mal schauen, Alter. Wie das bei mir schon aussieht, Alter. Wo einige gesagt haben, Ötzi, Alter, Ötzi. Ich habe sogar das T-Shirt falsch. Verdammte Scheiße nochmal. Aber ist egal, egal, Jungs, Alter. Wir gehen weiter. Wir machen noch ein Hornlui, Alter. Wir machen noch ein Hornlui. Aber dann verspreche ich euch, dass ich einen fetten Pokémon euch entwickeln werden lasse. Seien, meine Damen und Herren. Ich werde euch richtig witzige Sachen erzählen in diesem Video. Es wird auch traurige Sachen geben, die ich euch erzählen werde. Hier bei diesem Spiel. Und noch ein Kokuna. Noch ein Kokuna ist am Start, meine Damen und Herren. Noch einer. Und ihr wollt ein Shigi sehen, habe ich das Gefühl. Ihr wollt ein Shigi sehen. Shigi, 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 Shigi. Can't you see? Sometimes you could hit the party. Eigentlich wollte ich ein Rapper werden, aber irgendwie hat das nicht so geklappt. Ne? Irgendwie hat das nicht so geklappt. Wo ist der hässliche Shigi? Ich habe doch einen fetten Shigi gehabt, Alter. 500er Shigi in the house. Wo ist er denn? Da ist er, meine Damen und Herren. Der Shigi wird jetzt transformiert, meine Damen und Herren. Shigi. Shigi wird zu Shigilowski. Oder Shigi. Shigi, Shigi, Bigi. Oder Bigi, Bigi. Bigi, Bigi, Bigi. Can't you see? Sometimes. Oh, der sieht ja geil aus, Alter. Er wird zu. Shilok, meine Damen und Herren, richtig, richtig nice. Aber nur 808 WP, Alter. Das ist ein bisschen wenig, Alter. Da hätte ich mal ein bisschen mehr gerechnet. Aber was soll's, Alter? Was soll's, meine Damen und Herren? Was soll's?
Oh, Evolis, Alter. Evolis wollte ich machen, Jungs, Alter. Aber ich weiß ja nicht, wie die heißen, Alter. Boah, ich muss ja wissen, wie die heißen. Aber egal, ich werde heute auf gut Glück machen. Ich werde jetzt ein Anton entwickeln, meine Damen und Herren. Man kann ja irgendwie so Spitznamen schreiben und so, Alter, habe ich keinen Bock. Ich werde 6 Evolis heute für euch entwickeln und da wird wohl ein oder ein anderer wohl dabei sein, Jungs, Alter. Positiv, negativ. Au, er wurde zu einem Hässkopf. Ich sag's euch, Alter. Der Anton sah richtig, richtig cool aus, Alter, und der wird dann voll hässlich. So, meine Damen und Herren, der nächste ist ein Pipi, Alter. Er heißt Pipi, weil er immer gerne Pipi macht, Alter. Sehr, sehr geil, Jungs, meine Damen und Herren. Pipi wird entwickelt, meine Damen und Herren. Pipi wird zu Pisskopf. Pisskopf, wird er zu Pisskopf, meine Damen und Herren? Es ist spannend. Was? Zu was wird er? Oh, der sieht genauso aus wie vorher, Alter. Boah, er wird zu. Alter, sag mal wie. Er wird zu Pixie, Alter. Willkommen im Pixie Club, meine Damen und Herren. Knoffenser, meine Damen und Herren. Die nächste, die Knoffenset wird. Wird einfach Knoffenset, Alter. Ich will mal gucken, was aus Knoffenser wird. Was aus Knoffenser wird, meine Damen und Herren. Ja. Oh, ein Riesenmaul, Alter. Er wird zu einem Riesenmaul. Verdammte Axt in eure Fresse, in eure Gesichter, meine Damen. Er wird zu Ultrigaria. Ultrigario. So, wir gucken weiter. Rettern, meine Damen und Herren. Na, da wollen wir mal ihn retten, meine Damen und Herren. Mal gucken, was aus Rettern wird. Rattert. Alter, ich hatte 2 Wochen, war ich jeden Tag im Park, im Fluss, im Meer. Ich war überall für euch, damit ihr das hier miterleben könnt. Und, oh, er wird zu einer Kobra. Verdammte Axt in eure Gesichter, in mein Gesicht, meine Damen und Herren. So, jetzt werde ich gleich ein paar Ratten entwickeln und ein paar Taubenjungs. Und dann kann ich euch ja ein paar Geschichten erzählen. Letztens ist hier in Bremen richtig, richtig was Krasses passiert. Da die Taubsi wird zu ihr diesen Vogel mit den roten Haaren. Zu, wie hieß denn der nochmal, Alter? Dazu Tauburger. Wie gesagt, sind die am Jagen gewesen, am Pokémon jagen und dann waren die da unterwegs. Könnt ihr auch in den könnt ihr auch googeln, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann hat der eine gesagt, ja, ich habe diesen Pokémon gefunden, aber ich kann den nicht fangen. Und dann kam dann ein anderer dazu. Dann hat er gesagt, nee, ich fange den. Und wieso fängst du den? Und wieso wolltest du? So richtig, richtig kindisch, Jungs, Alter. Richtig, richtig Bananen-Style. Und da haben die sich geprügelt. Der eine hat dem einen eingegeben. Natürlich, wie irgendeiner ist immer stärker. Und dann hat der eine dem einen eingeklatscht. Und da gab es eine Vorgeschichte. Das waren dann so 2 Familien, die sich so und so nicht mochten. Und dann kam natürlich die... Dann kamen dann irgendwelche Leute dazu, höchstwahrscheinlich die Verwandten, und dann haben die sich geprügelt und dann wurden noch sogar Leute abgestochen wegen so einem Scheißspiel, Alter, Jungs. Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Es ist richtig, richtig, richtig traurig, Alter, dass man wegen so einem Spiel sich prügelt, Messer zückt und so ein Kack, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Ich hoffe, man hört mich. Jo, man hört mich. So, und der Tauburger ist, ich werde weitermachen, Jungs, möchtest du Taubsi? Natürlich will ich Taubsi entwickeln, Alter, was soll ich sonst mit diesen Taubsis machen, Alter? Ich will mal gleich gucken, wie viele ich schon gesammelt habe. Wie gesagt, Jungs, Alter, ihr dürft dieses Spiel überhaupt nicht ernst nehmen. Und ich sag euch mal eines, ich habe das ja totgesuchtet nach der Arbeit, vor der Arbeit, auf der Arbeit, Alter, an der Kantine. In der Kantine gab's, boah, Alter, da hab ich, komischerweise habe ich in der Kantine nur Ratten gefunden, Alter, boah. Ich muss mal überlegen, ob ich dann noch in dieser Kantine essen werde. Aber, Jungs, irgendwie,
Irgendwie ballert das Spiel nicht mehr. Und ich sage euch auch gleich, wieso, weshalb, wieso das Spiel nicht mehr so ballert wie vorher. Jungs. So, jetzt gucke ich mal, was kann man hier. Ah, da war mal eine Ratte, Alter. Endlich kommen die Ratten dran, meine Damen und Herren. Die Ratten des Todes. Wie ihr wisst, Ratfatz gibt es überall auf dieser Welt, Alter. Nur überall Ratten ohne Ende. Und ihr wisst, Tauben sind die Ratten der Lüfte, Alter. Genau das gleiche, Alter. Taubsies und Ratten gibt es en masse. Und diese Würmer hier, diese Wurmlies und wie die alle heißen, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Machen wir nochmal eine Ratte. Wollen wir nochmal eine Ratte machen, Alter. Ratfatz geht das ab hier. Geile Sachen hat ja dieses Pokémon gehabt, dass man rausgeht, dass man spaziert, dass man Leute kennenlernt, dass man der eine macht den Pokéstop auf, ne, und dann können die anderen natürlich dann dort mit farmen sozusagen. Man farmt ja, wenn man Pokéstop aufmacht, dann ist das ja so, dass man dann da sich dort aufhält und dann die farmt, und dann kommt man natürlich immer dann zu Gesprächen, sehr sehr viele nette Menschen kennengelernt und zwei hübsche Frauen kennengelernt. Boah, Alter, die eine hat Pokémon gespielt, die andere nicht. Wie ich euch bei dem einen Video schon gesagt habe, hat die dann irgendwie so die versucht, so Pokémon zu jagen, und ich hatte mein Handy gerade in der Hand. Da meinte sie, oh, ich spiele so Pokémon. Ich so, na klar, spiele ich Pokémon. Und ich gucke sie an, ich so, ah. Geile Boobs und geilen Arsch gehabt, die Alte. Natürlich habe ich die Nummer abgecheckt, aber hab mich mit der, ehrlich gesagt, noch nicht getroffen. Mal gucken, ob das mal was wird in der nächsten Zeit. Die andere, wie gesagt, die hat das gar nicht gespielt. Da war ich auf so einer Party, also Open Air Party, und dann beim Zocken habe ich die dann kennengelernt. Und wie gesagt, ganz, 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 ganz viele andere Leute auch, die das Spiel gezockt haben. Tauburger ist in der Haus, meine Damen und Herren. Tauburger, wir können ja mal hier so ein Mankey machen, Alter. Dann ist das ist mal eine Abwechslung, Alter. Oh, kann ich auch nur einmal machen. Meine Damen und Herren, Mankey wird zu. Da bin ich mal gespannt, was Mankey wird, Alter. Mankey wird zu. Er hat ja immer seine Hände in der Hand und versucht dann immer zu schlagen. Mal gucken, zu was er wird, meine Damen und Herren. Oh, der sieht ja geil aus, Alter. Mit so einem Dings am Kopf, Alter. Mit so einer Verletzung, meine Damen und Herren. Und wer ist das? Wer ist das? Wie heißt der, meine Damen und Herren? Der ist ein Rasshaft, Alter. Jetzt habe ich einen Rasshaft dazu gekriegt. Ja, wir werden jetzt hier ein Paras entwickeln, meine Damen und Herren. Paras in the house. Paras in the house. Meerestiere mag ich nicht so sehr, Jungs. Fische gehen, aber diese so Krabben und Tentakeln und sowas. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn für ein Fisch, Alter? Ah, nee, der Glubschaugen, der Mager. Das ist ja ein Glubschaugen, Mager. Und das ist der. Wie heißt denn der? Parasek, Alter. Sie hat sich ja auch wie eine Parasite, Alter, ihr verdammte Axt nochmal. Wollen wir mal einen Raupi entwickeln? Raupi wird so, auch so ein Kokon-mäßig. Ich überlege gerade, Alter, habe ich Raupi nach dem Kokon schön mal entwickelt? Natürlich kostet das dann viel. Mal gucken, wenn das ein Fufi kostet, werde ich den mal entwickeln jetzt. Mir ist es egal, ob der jetzt stark ist. Ja, der kann man entwickeln. Dann, da wollen wir den entwickeln, was ist los? Ich gucke erstmal nochmal, wie viel wir dazu gebraucht haben. 25.000 EPs, Jungs, Alter! Es läuft, Jungs, es läuft! Ich mach mal jetzt ein Raupi, der ein bisschen stärker ist. Ich entwickle ihn mal. Und dann werden wir diesen Raupi was wird aus Raupi, Alter? Rambo? Es wird ein Rambo, Alter. Erstmal wird das ein Kokon, wie wir eben auch gesehen haben. Und dann wollen wir ihn jetzt mal entwickeln. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Was die Raupe sagt, Alter. Verdammte Axt nochmal. So, wir entwickeln hier weiter, meine Damen und Herren. Wir entwickeln am laufenden Band
am laufenden Band, meine Damen und Herren. Es gab ja schon Videos, wo die gesagt haben, oh, 25.000, voll krass, Alter. Und das in einer halben Stunde. Oh, Alter, das ist ja eine Motte, Alter. Eine Motte, eine schöne. Okay, das könnte sogar ein Schmetterling sein. Wie heißt der? Wie heißt der Vogel? Smetbo, Alter. Ah, Smetbo, den kenne ich ja noch von früher, Alter. Richtig, richtig geil, Alter. Wie gesagt, Jungs, ich habe früher Pokémons geliebt. Ich habe die angeguckt. Ich habe die angeguckt bis zu einer bestimmten Staffel. Und ich sage euch auch gleich, bis wohin. Weil wenn ihr ein bisschen Ahnung von diesen Pokémons habt, dann wisst ihr genau, was ich meine, wo ich es meine. So, wir machen natürlich weiter hier. Wollen wir mal eine Ratte entwickeln, verdammte Axt nochmal. Ich weiß gar nicht, wie das mit Sternenstaub aussieht. Ich muss mal gleich gucken. Wie gesagt, ich habe mir diese Pokémons angeguckt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil danach fand ich das dann richtig, richtig traurig. Und mir hat das dann auch keinen Spaß gemacht mehr, das anzugucken, weil von Ash Ketchum, der Kumpel, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, der dann auf einmal gesagt hat, ja, ich will dorthin, ich will nicht mehr Pokémons jagen, ich will zu irgendeiner Universität. Und die Alte, die mit Ash, mit hier, die dabei war, die ist dann auch gegangen und dann waren dann da so zwei neue und die fand ich hier richtig, richtig ätzend. Boah, da habe ich mir gedacht, Alter, tust du dir das an? Nee, ich habe gesagt, ich tue mir das nicht an. Ich habe mir natürlich den Kinofilm nochmal angeguckt, das fand ich dann auch noch gut, aber dann war für mich vorbei, Alter. Dann war Pokémon, war dann vorbei für mich, Jungs, Alter. Da war ich Pokémon. Nicht mehr Pokémon infiziert und das ist schon richtig, richtig lange her. Boah, Alter. Das bestimmt, ich weiß jetzt gar nicht. Alter, wie Pokémon kann ich nie empfehlen? Tauben, Alter. Tauben, bis der Arzt kommt. Verdammte Axt nochmal. Tauben, bis der Arzt kommt. Nein. Was habe ich gemacht? Ich Dummkopf. Ah, so, jetzt geht's weiter. Ja, und da habe ich dann aufgehört mit meiner Karriere, mit der Pokémon-Karriere. Ich wollte ja ein richtig, richtig brutaler Trainer werden, wisst ihr, so wie Ash. Ich will der beste Trainer auf der Welt sein. Ich werde alle Pokémons jagen, hat er gesagt. Und hat das auch schon richtig, richtig weit geschafft. Er ist ja zu diesen Arenen gekommen, die vierte, fünfte hat er Orden zu bekommen und das war richtig, richtig gut. Aber dann war dann natürlich die Zeit vorbei für mich. Dann habe ich mir auch noch Zeichentrickfilme angeguckt und ich sage es euch, da war ich schon älter und Zeichentrickfilme gehen immer noch. Ich gucke mir immer noch manchmal Simpsons an und die sind richtig, richtig geil. Jungs, wir werden jetzt einen Fukano, Alter. Fukano habe ich jetzt gesehen. Den werden wir jetzt mal starten, Jungs. Alter, bam in sein Gesicht. Mal gucken, was aus Fukano wird. Also richtig, richtig schönes Tier, meine Damen und Herren. Richtig schönes Tier. Und ich glaube, es wird richtig, richtig schön. Danach wird es aussehen wie... Oh, Alter, das ist ja ein Löwe, Alter. Das ist ja fast ein Löwe. Verdammte Axt nochmal in sein Gesicht. In mein Gesicht. In eure Gesichter. Alter, richtig geil, Alter. Arcani, Alter. Fett, Alter. Boah, ist der geil. 1665. Das ist ja richtig. Das fetzt ja richtig, meine Damen und Herren. Richtig, richtig. Mauzi werde ich auch gleich machen. Aber ich habe einen Mauzi, der ein bisschen stärker ist. Den werde ich euch gleich bringen. Der nächste ist ein Wurm, der Wurm des Todes. Wie gesagt, Jungs, das Spiel ballert wirklich nicht mehr so sehr, weil ich sage euch jetzt auch wieso. Wir sind ja jetzt hier Spieler. Ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, Jungs. Ich verstehe auch einige,
dass die im Dorf wohnen. Ich habe auch mit vielen geredet, die sind im Dorf, die wohnen im Dorf, die haben nur einen Pokestop und dann müssen die 5-6 Kilometer latschen. Und dann laden die sich so eine Hex runter und so. Und da könnte ich das noch ein bisschen verstehen, Jungs. Also ich würde dann sagen, ey, scheiß dann drauf, solange das gut geht, mach es und benutze es. Aber das Spiel wird geballert von hinten, von vorne, von allen Seiten. Und dieses Dingsterbums kann da nichts gegen machen. Die laden einfach diese Hex runter und kriegen dann einen Softbun, Alter, von 3-4 Stunden. Den kann man jetzt auch hintergehen, habe ich gehört, Alter. Und das ist richtig, richtig traurig, Jungs. Erstens schnappt ihr den Leuten die Pokémons weg, Alter. Ich habe aber erfahren, dass ihr in San Francisco und in Peking und so jagt. Das ist gut. Wenn ihr schon hackt, Alter, dann geht ins Ausland, Alter. Lasst die deutschen Pokémon in Ruhe. Ah, lasst sie in Ruhe. Sonst kriegt ihr das mit Ötzi zu tun, Alter. Ich schwöre es euch, Alter. Ich schwöre es euch. Ich komme zu euch nach Hause. Ich komme zu euch nach Hause und dann nehme ich mir die deutschen Pokémon zurück. Verdammte Axt nochmal. Geht nach San Francisco, Los Angeles, Peking und oder Tokio, wo es diese Pokémons gibt. Und dann geht da jagen, Alter. Dann hackt da mal ein bisschen rum, Jungs. Aber nicht in Deutschland. Lasst sie mir in Ruhe. Alter, ich habe so viel Zeit, Alter, so viel Zeit geopfert, Jungs, für das Spiel bis jetzt. Und das waren jetzt so 2-3 Wochen. Ich weiß jetzt gar nicht, es ist seit 4 Wochen jetzt raus, das Spiel. Aber brutaler, mega Hype Deluxe. Aber das könnte ja noch so weitergehen. Ne? Ich hätte ja noch Spaß an dem Spiel. Und ich habe ja noch Spaß an dem Spiel. Aber wenn ich dann die Leute sehe, dass sie dann auch, guckt euch das an, ich habe ein 1600er mit diesem Akagi eben gemacht und ich freue mich total, aber es gibt Leute, die haben 3000er Monster, Alter, Pokémons, boah, Alter, ist das nicht unfair, Jungs, findet ihr das nicht ein bisschen unfair, aber die Leute, die machen das den Leuten ganz, ganz einfach, die werden nicht gebannt und auch wenn gebannt wird, die haben das Spiel so hochgenommen, Jungs, Alter. Boah, ich will auch mal so eine Arena übernehmen und auch mal da meinen Haufen reinsetzen und dann will ich da mal ein paar Stunden bleiben, aber nein, da kommt irgendwie so ein Walross, Alter. Irgendwelche Drachen, Alter, die fliegen und die mich wegballern, Alter, und da hat man doch keine Lust drauf, Alter, verdammte Axt nochmal, Alter. So, ich werde mal jetzt ein anderes Pokémon. Ich guck mal, ne, was ich hier habe für euch. Ich kann euch ja mal gucken, was ich hier habe. Mau. Den kann ich euch entwickeln lassen. Ein Mirapala. Ein Mirapala. Mal gucken, was aus diesem Mirapala wird. Wie gesagt, Jungs, das ist ein bisschen traurig, aber jedem das seine. Hack, Mac und Bann und was weiß ich, aber das krass, Alter, der sieht ja voll hässlich, Alter, der ist ja am Popeln, Alter, boah, Alter, der sabbert ja nur, wie heißt denn der, Sabber, Alter, Sabber, Duflo, Alter, ah, Duflo kenne ich auch noch von früher, cool, Alter, coole Scheiße, verdammt, Axt nochmal. Aber das Oberkrasseste ist ja, Jungs, das Oberkrasseste ist ja richtig, ne? Wisst ihr, was das Oberkrasseste ist? Dass diese scheiß Bots, Alter. Bots. Die werden dann einfach laufen gelassen und in 5-6 Stunden bist du bei Level 25, Alter Schwede. 25 ist man da in ein paar Stunden. Ich würde jetzt mal einen Nidoran entwickeln, Jungs, für euch. Und das ist, finde ich, richtig, richtig scheiße. Man geht schlafen, lässt den Bot an, PC, lässt man laufen, den Laptop laufen. Und dann hat man dann auf einmal, mal gucken, wie der heißt. Der sieht richtig geil aus. Der sieht aus wie dieser eine von Zeichentrickfilm, Alter. Richtig, richtig cool sieht der aus. Wie heißt denn der Vogel, Alter? Nidorino, Alter. Nidorina, Alter. Richtig geil. Wir werden jetzt mal einen Stern, du. Entwickeln, verdammte Axt nochmal. Wie gesagt, der Bot wird angeschossen an den PC und das geht auch richtig, richtig einfach, Jungs.
Und dann hat man dann auf einmal Level 25 am nächsten Tag und richtig, richtig fette Pokémons hatte. Ich habe ja ein paar Bilder gesehen, aber das finde ich ein Starmie, Alter. Ich habe ein Starmie bekommen. Richtig cool, Alter. Jetzt werden wir ein Macholo. Ein Macholo werden wir jetzt entwickeln, Alter. Richtig geil, Alter. Ich glaube, habe ich den noch stärker, den Macholo? Den Macholo. Habe ich den noch stärker, den Macholo? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der sieht ja cool aus, Alter. Tangela. Haha, geil, Alter. Ja, wie gesagt, Jungs, ich entwickle den Mandarine weiter. Bin immer gespannt, was aus dem Vogelbett jetzt hier. Der Macholo geht in die Luft, meine Damen und Herren, und wird verzaubert. Und Alter, der sieht ja richtig geil aus. Boah, der sieht ja richtig fett aus, Alter. Verdammte Axt nochmal. Wer ist das? Wer ist das? Ein Mashok, Alter. Mashok. Ein Mashochse. Oh, 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 oh. Wie gesagt, Jungs, Alter, man, die Spielelust geht verloren, wenn man dann so diese Bann und ich meine diese Bots hört und so. Ich werde mal, glaube ich, sogar ein Video machen, wo ich euch zeige, wie einfach das geht, ne? Ohne Jailbreak, ohne irgendwas. Diese Hack rauf zu machen, Alter, das ist so einfach, Alter, und dass das dann ein Tentoxer ist jetzt entwickelt worden, dass die das dann tolerieren, dass die da nichts gegen machen, das kotzt mich so an, Alter, verdammte Scheiße nochmal. So, wir werden ein Evoli, Alter, Evoli, meine Damen und Herren, wird jetzt entwickelt, bam, wir werden jetzt gucken, ich werde jetzt keine Spitznamen oder schreiben oder Reiners oder Miners oder wie die alle heißen, Alter. Verdammte Axt nochmal, ich habe 6 Evolis, die entwickelt werden und wir werden jetzt gucken, was aus diesem Evoli wird. Ja, ein gelber Evoli. Ein, ich weiß gar nicht, was ist denn das für ein? Was ist denn das für ein? Ein Blitzer, Alter. Verdammte Axt nochmal. Ich habe einen Blitzer. Aha, ich wurde geblitzt. Nein, mein Führerschein ist weg. Verdammte Axt nochmal. Ich werde jetzt den Anton entwickeln. Wie gesagt, ich schaue euch ein Video raus und dann werde ich euch zeigen, wie einfach dieses Hack-Mack geht. Dann könnt ihr mal so einen kleinen Dings-Account machen, Level 1, und dann könnt ihr mal dann gucken, was da abgeht. Das ist so einfach. Boah, Jungs, Alter, das ist so einfach. Ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele das machen, damit diese hässliche Firma dann erkennt, dass sie da was gegen machen müssen, dass die Leute gebannt werden. Aber natürlich dürft ihr euren Hauptaccount, also nicht, wenn ihr zum Beispiel Level 20 oder so seid, dann ihr werdet 100% irgendwann gebannt, das ist schon mal klar. Aber dann könnt ihr mal in Peking und so Sushi essen und ein paar Pokis jagen. So, ein paar Ratten werden jetzt entwickelt, meine Damen und Herren. Ratten. Noch ein Topsy und dann machen wir ein Evoli. Wie viele Stunden, wie viele Tage ich dafür jetzt geopfert habe, für dieses, um dieses Video euch zu zeigen, Alter. Wie, Alter. Ich habe 860.000 Topsys gefangen, Alter. Boah, das war richtig hardcore, Alter. Ich guck mal, Alter, wo 33 dazu sind, 58 schon. Boah, das läuft. Läuft der Laden, meine Damen und Herren. Läuft, läuft. Oh, oh, hihi. Oh, hihi. Jetzt machen wir weiter, meine Damen und Herren. Jetzt. Zack, noch ein Topsy. Noch ein Tops. Ab Donnerstag habe ich Urlaub, Jungs. Ab Donnerstag bin ich 7 Wochen wieder weg. Letzten Urlaub, wie ihr wisst, war ich 10 Wochen weg. Im März war ich dann weg. Für 10 Wochen war ich in der Türkei, in Russland. Ich war überall. Jetzt geht es für 7 Wochen weg. Erstmal natürlich in die Heimat. Verwandte besuchen. Auf Hochzeiten. Ich muss auf 2, 3 Hochzeiten gehen. Ich werde auf den Hochzeiten tanzen gehen. Und wie ihr seht, ich habe richtig, richtig brutal abgenommen, Jungs. 12 Kilo sind runter.
Bauchmuskeln sind wieder zu sehen, die Brüste sind wieder brutal, Jungs. Es läuft, Alter, die Diät läuft, die Fights kommen, Jungs. So. Was werden wir denn jetzt, was wollten wir denn entwickeln, Jungs? Kann man den eigentlich nochmal entwickeln? Nee, leider nicht. Schade. Schade, Mare, keine Fahne. Den können wir auch nochmal entwickeln, mit Sterndu entwickeln. Na klar möchte ich den Sterndu entwickeln. Das ist doch mein Freund, dieser Stern. Mauzi ist hier hinten auch. Der guckt sich das natürlich die Pokémons an. Der findet natürlich den. Er ist eine Dame und findet natürlich den einen richtig, richtig nice, Alter. Hier. Wie heißt denn der Vogel? Mauzi, Alter. Den werden wir natürlich jetzt entwickeln. Mauzi wird entwickelt, meine Damen und Herren, hier im Volksparkstadion. Habt ihr mal schon voll? Kann ich machen, kann ich machen, habt ihr mal schon voll? Und der Mauzi wird zum Mauzi. Mau. Mau. Oh, fett, Alter. Boah. Was ist denn aus dem geworden? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Stehst du drauf? Stehst du? Stehst du auf dem Maga? Ich weiß, Snobilikat, Alter. Ja, das ist er. Das ist der Snobilikat, Alter. Boah, war das richtig nice, Deise, Alter. Da gibt es so geile Pokémons. Hier, dieses eine, dieses Strauß mit zwei Köpfen. Ich habe auch schon so Löwen gesehen. Das ist richtig, richtig nice. Aber die Leute, die betrügen, Alter, die haben drei von diesen Riesendrachen und drei von diesen. Relaxus und wie diese Vögel alle heißen, Alter. Ich hab nichts, Alter, nichts. Wir werden mal jetzt einen Quapsel, Alter, entwickeln. Und wenn dann der Angst haben, dann quack, quack, quack. Ein Quapsel wird entwickelt. Quack, quack, quack. Und dann werden wir nachher von Quapsel, dem Pfarrer, werden wir dann entwickeln, Alter. Der Quapsel wird zu quack. Und dann wird der Quark zum Joghurt. Quapuzzi, Alter. Aber ich habe noch einen fetten Quapuzzi hier irgendwo gehabt, Alter. Verdammt, sag's nochmal. Und wir werden gleich ein Carpador, Jungs. Carpador, ne? Jungs, guckt euch das an. Ich habe 404, Alter. Wisst ihr, was ich da gelaufen bin für diese verdammte Scheiße, Alter. Für diese Kacke, Alter. Boah, bin ich gelaufen ohne Ende, Jungs. Egal, ich mache jetzt diese. Diese ist gut, diese hört sich gut an. Verdammter, entwickeln. Honey weg, bam! Quark wird zu Joghurt, aber ich würde mal gucken. Und? Ja, sieht genauso aus, aber nur ein bisschen muskulöser, der Laden, Alter. Boah, richtig geil. Wie heißt denn der Vogel, Alter? Heißt der Vogel? Quapo, Alter. Da ist er doch gewesen, der Quapo, Alter. Auf den haben wir doch gewartet, den Quapo, Alter. Verdammte Angst nochmal. So, Tentacher können wir denn, ja klar, einmal können wir noch Tentacher hier entwickeln, meine Damen und Herren, hier im Volkswagen-Stadion. Ich habe Frühschicht, Jungs, und es ist genau 1.24 Uhr. Video wird um 1.24 gemacht, aber das Video wird natürlich an einem Nachmittag ausgestrahlt. Aber ich kann nicht ratzen, Jungs. Ich kann nicht ratzen, weil ich nachmittags gepennt habe und das ist der Tod. Ihr wisst genau, das ist der Tod. Todesurteil für einen, der Frühschicht macht, aber es ist mir egal. Donnerstag ist mein letzter Arbeitstag. Und dann geht's ab in die Sonne. Wir feiern dann die ganze Nacht. 7 Tage lang. Die ersten 2-3 Wochen werde ich am Strand liegen, Jungs. Also ich werde braun gebrannt. Sunny Boy Deluxe sein im Urlaub. Und das wird dann richtig, richtig nice. Nicht so viel Party die ersten 2-3 Wochen, weil ich dann eher bei Familie bin, aber dann, wenn ich nach Russland fliege oder fahre, ich weiß jetzt noch nicht genau, ich muss mal gucken, ob die uns wieder nach Russland reinlassen,
Das war ja ein bisschen so ein Problem, dass die uns nicht reingelassen haben eine Zeit lang. Aber ich glaube, das hat sich jetzt verbessert und dann fahre ich dann da nach Sochi zu meinem Cousin und dann geht's wieder richtig ab an der Party Deluxe. Sochi ist eine richtig, richtig hübsche Stadt, richtig geile Stadt, natürlich mit sehr, sehr viel Geld. Ich entwickle mal den Taubogo, Alter, Taubago. Der wird dann zu diesem einen, der Seitenscheitelvogel, Alter. Taube. Tauben, Alter, die Ratten der Lüfte, verdammt Angst nochmal. Überall, wo ich hingehe, sehe ich nur Tauben, Alter. Taubenfutter, Taubenmist, verdammt Angst nochmal. So, aber sieht richtig, richtig nice aus, der Vogel hier. Taubos, Alter. Geiler Name, Jungs. Dagegen kannst du nichts sagen, Alter. Der Magger heißt Taubos. So, Jungs, ich werde jetzt hier nochmal eine Raupe entwickeln. Zwei Raupen und dann kommen wir zu dem Fischotter. Ich habe gehört, dieser Fisch kann nur 169 haben und ich habe den auf 169. Ich bin mal gespannt, was aus dem wird, weil einige erzählen, der kann bis zu 2000 WP kriegen. Alter. Da bin ich echt, echt mal gespannt, was da abgeht, Alter. So, eine Taube, noch eine Taube wird jetzt entwickelt. Scheißegal. Scheißegal, 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 scheißegal. Scheißegal, Steven Seagal. Na, das reimt sich ja. So, meine Damen und Herren, wir werden noch zwei Vögel hier machen. Machen Sachen. Oh, ein Habitat können wir mal machen. Da kann ich auch drei Stück machen. Ein Habitat haben wir noch nicht gehabt. Was wird denn aus dem Habitat? Da bin ich mal gespannt. Irgend so ein Vogel, oder so ein hässlicher Vogel wird da draus. Den habe ich ja schon gefangen, aber dann den könnt ihr noch mal sehen. Es gibt ja auch einige, die das Spiel erst auch neu angefangen haben und die diese Vogelsuppen mal angucken wollen. Hier ein Ibitak, meine Damen und Herren. Hier haben wir noch ein Evoli. Mal gucken, ob dieser Evoli der letzte Evoli sein wird, den ich noch brauche in meinem Deck. In meinem Monster-Deck. Pokémon-Deck, meine Damen und Herren. Ja! Geil, Alter. Ich habe sie alle, Alter. Boah, ohne irgendwelche Scheiß-Spitznamen zu machen wie ihr. Ah! Seht ihr, Jungs? Fehlt da noch einer? Fehlt da noch einer? Bin dann der Angst noch mal. Fehlt da noch einer oder was? Oh, ein Blusuk können wir machen. Blusuk können wir nur einmal entwickeln, aber egal. Wir werden einen Blusuk sehen, meine Damen und Herren. Er wird entwickelt und wird zum Riesenauge. Irgendeine Fliege wird das bestimmt sein. Ein fliegendes Monster. Ein hässlicher Schmetterling. Ein lila Schmetterling. Hässlich, Alter. Ja. Ein Omot. Ich wusste, dass es ein Omot wird, Alter. Ich wusste es einfach. Ich habe noch ein Evoli. Boah, wie viele Evolis kann ich denn machen? Boah, ich habe Evolis am laufenden. Am laufenden Band heißt das, glaube ich. Mal gucken, was aus dem Evoli wird. Ich noch ein Flammerer, richtig geil. Der sieht ja richtig sexy aus. Wow. Ich habe Evolis am laufenden Band. Man kann ja bald Pokémons. Leider kann ich Pikachu nicht machen. Da brauche ich noch ein bisschen. Ich habe erst 4, 5. Aber jetzt kommt's, Jungs. Jetzt kommt's. Ich werde jetzt diese Ratte machen, Jungs. Diese Ratte wird entwickelt. Und noch eine Taube und dann kommt der Fisch. Der Fisch des Todes, meine Damen und Herren. Der Carpador kommt. Carpador, Goldfisch. Alarm, Goldfisch. Das liegt so an der Seite und spackt so ein bisschen ab. So, ist ein bisschen am Wackeln, aber wir werden mal gucken, was aus diesem Vogel wird. Was aus diesem Vogel? Horn Louis, Alter. Der Horn Louis wird entwickelt hier, meine Damen und Herren. Mal gucken, was aus seinem Horn rauskommt. Ihr wisst schon, was rauskommt, aber man weiß ja nie, Alter. Man weiß ja nie, das ist ein Pokémon, Alter. Pokémon können alles werden. Aha, ein Kokon. Konkili Kong. So, mein Freund. Oh, noch eine Taubsi, komm. Ich habe so viele Taubsi.
Topsies hatte. Was? Was 100? Was 50.000? Was 100.000 EPs? Das wären jetzt 200.000 EPs. Verdammte Axt in eure Gesichter nochmal. Ah, verdammt nochmal. Scheiße nochmal, Alter. Ich glaube, ich bin schon einen Level weiter. Ja. Ich habe auch das Gefühl, desto höher man mit den Levels kommt, desto... Oder wollen wir erstmal noch einen Goldini entwickeln? Ach komm, machen wir mal Goldini. Mal gucken, was aus dem Goldini kommt. Da bin ich mal ehrlich sehr, sehr gespannt. Da kann ich ja jetzt auch vier von entwickeln. Alter. Vier Goldinis. Goldini wird zu... Oh, der sieht ja richtig nice aus, Alter. Nice, Dalser. Ja, wie heißt denn der? Wie heißt du denn, mein Schatz? Wie heißt du denn, mein Schatz? Ein Goldking, Alter. Richtig fett. Quapsel wird nochmal entwickelt. Und dann kommen wir zum Carpador, meine Damen und Herren. Carpador, es ist brutal. 400 muss man sammeln, um ihn zu entwickeln. Und ich habe den höchsten erwischt. Aber ich glaube, einer hat auch sogar 180 gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob der eine labert und der andere. Aber ich werde mal jetzt sehen. Ich bin mal wirklich gespannt jetzt, Alter. Boah, Carpador, meine Damen und Herren, yeah. 400 Entwicklungskosten, 415,44 Kilo, Carpador, Bonbon, 473 und ich drücke drauf. Ich habe drauf gedrückt. Nein! Mein Carpador wird zu. Das wird ja der Fette. Boah, das ist er ja, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Wieso sagt mir da keiner was? Wie viel hat der? Sag mal, Jungs, wie viel? Bitte viel. Bitte 2000. Nein, du kleiner Pissgesicht, Alter. 1819. Aber egal. Power-up. Trainer Level zu nötig, um Power-up zu machen. Verpiss dich, Mann. Aber geil, Alter. Boah, Garados in the house. Garados in the house. Garados in the house. Ich habe ihn, Garados. Ich habe ihn. Ein Dratini. Nee, Dratini. Alter, mir fehlen zwei für den Dratini, Alter. Oh, den haben wir noch gar nicht gemacht. Entwickeln, meine Freunde. Entwickeln. Der Zubat, meine Damen und Herren. Ihr werdet ein Zubat sehen, wie er zum Bato wird. Ein Vampir, eine Vampirfledermaus, meine Damen und Herren. Jetzt kommt der Vater, der Riesenmaul. Guckt euch das an. Ah, der kann sein Maul gar nicht schließen, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Der Zubadu, Alter. Power Up können wir hier machen, aber machen wir mal nicht. Apollo. Oh, brauche ich 100 für. Verdammte Scheiße nochmal, Alter. So, und Goldini können wir nochmal entwickeln, ne? Wir gucken mal, wir hatten 58, 100 wollten wir erreichen bei dem Video, Jungs. 100 wollten wir erreichen, mal gucken, was wir gleich haben. 58 haben wir gehabt. Das ist richtig geil, Alter. Einige Pokémon sehen so richtig sexy aus und das ist richtig geil, Jungs. Bam, in eure Gesichter, richtig geil. Shillock braucht 100, Alter. Boah, verdammt. Ah, Traumato können wir machen. Zwei Traumatos, meine Damen und Herren. Guckt euch das an, meine Damen und Herren. Traumato geht ab. Traumato, er träumt und wird zum... Dang, 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 ding, dang, dong. Zum Hypno, meine Damen und Herren. Hier den Onyx, den habe ich leider nur auf 318. Ich muss weiter hoffen, dass ein gutes kommt. Und den werden wir jetzt auch entwickeln. Ein Krabi, meine Damen und Herren. Ey, es wird heute Krabbensuppe geben bei Ötzi zu Hause. Krabbensuppe. Und ich kenne den schon. Die eine wird richtig, richtig fett, Alter. Richtig geil, meine Damen und Herren. Ich guck mal, ob man den noch verbessern kann. Ich glaube aber nicht. Nee, kann man nur noch Power-Up mal. Hier kann man nur noch Power-Up. Hier ist nun mal eine Ratte, Alter. Dann würden wir die Ratte hier ein bisschen verraten, Alter. Rattengift wurde ausgelegt, aber es reicht nicht. Es reicht nicht für diese Vogel. Ich habe gar nicht nochmal gerechnet, weil wenn ich ja neue
Pokémons kriege, kriege ich ja auch nochmal 600 dazu und das sind 1200 und die wurden jetzt nicht mitberechnet. Also wenn, ein Mushas, Alter. Mushas kann ich entwickeln. Bam, in der Haus. Nicht das andere, was ihr denkt, sondern ein Mushas, Alter. Mushas, er fliegt in die Luft und wird entwickelt zu... Boah, der sieht ja böse aus. Verdammte Scheiße nochmal. Alter, wenn ich den im Meer sehen würde, ich würde mir in die Hose scheißen, Alter. Austros! Austros ist er geworden, Alter. Er ist ein Austros geworden, Mann. Omot, Alter, richtig geil. Richtig fett. Europe kann ich leider auch noch nicht entwickeln. Schade. Ein Glomander habe ich auch nur. So, ein Enton, meine Damen und Herren, ein Enton wird nochmal entwickelt und dann gucken wir mal, wie das mit dem EP aussieht. 58 haben wir schon mal gehabt, hab ich gesagt. Ich glaube 58 war das. Maluken. Maluki machen, ne? Ob wir das geschafft haben, ob wir die 100.000 schon geknackt haben. 100.000 EPs, Jungs. 25. Ich habe ein 25.000 Video gesehen. Oh, ich bin voll geil. Ich habe 25.000 gemacht. Bam. 22 dazu sind 70, 80, 20 brauche ich noch, Alter. 20 brauche ich noch, Jungs, Alter. 20, also müssen ein paar Raupen jetzt hier dran glauben, meine Damen und Herren. Alter, das ist ja auch richtig anstrengend, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Habe ich überhaupt noch dieses Ei? Oder ist die halbe Stunde schon um? Boah, ich guck mal schnell. Kublai Khan-Style, Alter. Bam, in deine Gesicht, in deine Kokon-Gesicht. So, ich guck mal schnell. Ne, seht ihr das? Glückwunsch, du hast eine Medaille für den 200 Pokémon entwickelt. Geil, danke dir, mein Freund. Ich hab leider auch keine Kohle mehr. Speicher fast voll. Verdammte Scheiße nochmal. Speicher fast voll, Alter. Der Handy will gibt auch gleich den Geist auf. Aber wir werden weitermachen, Jungs. Alter. Kapazität. Ich musste ein paar Videos löschen. Ich nehme ja mit diesem Handy Aufnahmeprogramm auf, weil mein Elgato noch nicht, weil ich noch ein paar Sachen kaufen muss. Aber natürlich. Wenn es ausgeht, dann geht's aus, ne? Da kann man leider nichts gegen machen, Jungs, Alter. Verdammte Axt nochmal. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Wie gesagt, es wird. Ich mache dieses Hack-Video, Jungs. Das will ich euch zur Verfügung stellen, damit diese hässliche Niantic da was macht dagegen, aber natürlich nicht euren Hauptaccount benutzen, Jungs. Nicht euren Hauptaccount benutzen, das wird sonst gefährlich. Ich ein Seeper können wir doch, ja, ein Seeper wird entwickelt, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich habe auch noch einen Steckeren gehabt, aber ist mir jetzt egal. Ich werde ihn jetzt machen, bevor das mein Handy der Volumen zu hoch wird. Also den habe ich auch noch nicht gehabt. Richtig geil sieht der aus. Boah, richtig fett. Mies. Der sieht ja richtig böse aus, Alter. Boah. Und wie heißt der? Wie heißt denn der? Simon, Alter. Simone Limone oder was? Ein Topsi immer noch. Ein Topsi für das Vaterland. Ein Topsi, der wird zum Tauboss. Er will zum Tauboss werden. Also machen wir ihn zum Tauboss. Der wird die Haare immer länger. Der braucht immer mehr Haarwachs. Immer mehr Haarwachs, Jungs. Verdammte Scheiße nochmal. Ich glaube, Alter, beim Angucken, Alter, hätte ich mal lieber diesen Dings, Alter, verdammte Scheiße, hätte ich den mal gehabt, wenn der mal über 2000 gewesen wäre, das wäre so richtig nice geworden, Alter, boah, wäre das geil. Safcon kann ich leider nicht entwickeln, leider nicht. Piep haben wir entwickelt, habe ich euch gesagt.
In Kleinstein können wir auch noch nicht. Ponita habe ich auch leider noch nicht fertig. Nidorino. Boah, 100 will er haben. Verdammt. Ein Evoli noch, Jungs. Ein Evoli. Ich mache noch 2-3 Pokémons und dann werde ich auch aufhören, weil ich kam jetzt wieder eine Nachricht, dass mein Handy, der Speicher gleich voll ist und ich habe jetzt keine Lust, dass jetzt das, was ich aufgenommen habe, jetzt alles weggeht, Alter. Oh, der ist richtig geil. Den hatte ich schon, aber jetzt habe ich noch einen, der ist noch stärker. Oh, 1600 in eure Gesichter, Alter. Boah, richtig geil. Und der wird natürlich auch entwickelt. Der Nidorino, meine Damen und Herren. Nidorino. 80 habe ich gesagt. 80 Mille. 80 Mille haben wir geschafft. 80.000 EP haben wir geschafft. Hier haben wir geschafft. Vielleicht werden sie nochmal 90. Vielleicht schaffen wir die 90. Schnell, schnell, schnell. Aber da müssen wir schnell sein. Schnell wie der Wind, schnell wie der Wind, meine Damen und Herren, schnell wie der Blitz. So schnell wie Superman. Am besten. Boah, da muss ich ja gleich noch, auch wenn das Video zu Ende ist, nochmal eine Stunde weiterentwickeln. Boah, geil. Und natürlich alles dem Professor schicken, Alter. Der Professor soll mal was machen. Der soll mir mal Rabatt geben, also so viele Pokémons, die ich ihm schenke. Die ich ihm schicke. Und dafür gibt ihr mir Eier? Das ist kein guter Deal. Nee, das ist kein guter Deal. Nee, das ist kein guter Deal. Nee. So, das ist der nächste Steinbeutel hier, meine Damen und Herren. Steinbeutel in der Haus. Paras, Parasiten, Paras in der Haus. Paras in der Haus. Paras in der Haus. Wir werden jetzt gleich gucken. 90. Also ich habe Pokémons für fast 200.000, Jungs, Alter. 200.000, aber ich weiß, das wird irgendwann auch langweilig für euch. Vulcano. Nicht. Geile Pokémons. Ein Goldini können wir machen, Jungs. Denn Goldinis wissen, wo der Hase ist. Der sieht richtig geil aus, Alter. Den habe ich geliebt, Alter. Und diese Kappadon, ne? Wieso ist denn der nur auf 1,8 bei mir, Alter? Ah, ich heul gleich, Alter. Der könnte bis über 2000 haben. Oder das geht erst, wenn ich... wenn ich eine höhere Level habe, wie er mir gesagt hat, dass ich den dann entwickle und dass er dann noch 2000 hochstellt. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Mal gucken, ne? Aber der aus so einem hässlichen Fisch ist so ein riesen Drache geworden, Alter. Richtig geil, Alter. Richtig geil. Richtig, das ist ja richtig geil. Zack, wir gucken mal. Nochmal 600 dazu. Glückwunsch, du hast eine Medaille für den Hokeball und Pokédex eingetragen. Bam! In dein Gesicht. Ich will wenigstens. Wie hier fehlen mir. Ja, okay. 2-3 Pokémons noch entwickeln, dann kann ich. Habe ich die Level geupt und dann machen wir auch mit dem Video Schluss. Wir sind jetzt bei 90.000 EP ungefähr. 90 und 100 haben wir leider nicht ganz geschafft, aber auch leider, weil das Video wird dann viel zu lange, Jungs, und auch ein bisschen langweilig für euch und auch für mich. So, jetzt gucken wir mal schnell, was können wir hier entwickeln. Ja, diese Würmer sind immer gut, Jungs. Würmer essen ist immer gut, viel Eiweiß, Jungs. Wenn ihr draußen einen Wurm seht, dann nehmt ihn und dann mit ein bisschen Wasser und dann geht das ab. Dann geht er ab, der Lachs. So, ich guck mal, ob das jetzt gereicht hat für den Level Up. Für den Level Up. Nee. Was fehlt denn da noch? 2 Pokémons fehlen. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass ich Level 25 bin.
Level 25, Level 25 Ötzi, ohne Schummeln, ohne Tricks, ohne Tipps, ohne alles, Alter. Ötzi hat sich die Füße Hornhaut-Style mäßig abgewatschelt, Alter, für euch. Und ich hoffe, diese Leute werden gebannt, damit wir das Spiel in Ruhe und auch korrekt spielen können. Ah, und natürlich auch die Leute, die jetzt so weit oben sind, dass die gebannt werden, ne, Jungs? Das ist nichts gegen euch, aber ich finde das ein bisschen unfair. Und, jawohl, ich hab's geschafft, meine Damen und Herren, Level 25. Ne, Level 24. So, Jungs, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das Video war ein bisschen lange, wie ich euch gesagt habe, aber fast 90.000 EPs, Alter. Das soll mir meine Nachmachen. Das soll mir meine Nachmachen. Ötzi hat es geschafft und Ötzi geht ab wie Schmitz Katz. So. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Bis denne, Henne. Tschüss.